Wir sind wieder bei mir in der Werkstatt. Mal gucken, was wir heute machen. Moin Moin ihr Lieben! Es ist höllisch warm heute. Ich war auch die letzten Tage nicht besonders fleißig in der Werkstatt. Aber ich habe die erste Probefahrt mit meinem Hot Rod Crawler gemacht. Und wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich über diese Achsen einen Bericht schon gemacht habe, über die Möglichkeit, diese Achsen ohne weiteres auf einen Durchtrieb umzurüsten. Ja, und es ist ja so, man merkt erst, wenn die Praxis eintritt, ob was etwas taugt. In diesem Fall hier, ich halte es mal in die Kamera, in dem Fall werden wir jetzt gleich mal das rechte Vorderrad abnehmen. Die eine ist hier. Dass die Reifen noch locker sind, liegt einfach mal daran, dass ich Felgen lackieren will und dann klebe ich die Reifen hinterher drauf. Fakt ist der, ja, ich habe gerade die erste Probefahrt gemacht, ne? Nein, die zweite, Entschuldigung. Ja, die erste, da war noch nicht die Akkuhalterung hier hinten drin. Ja, und da war auch noch kein Soundmodul dran. Das ist alles jetzt erst passiert. Und was soll ich sagen? Gleich bei der allerersten Probefahrt hat es geknirscht im Gebälk. Und das nicht zu knapp. Nur wollen wir noch mal sehen. Ja, mache ich ein bisschen beiseite rücken. Warum das so ist. Und wollen wir mal gucken, ob keiner guckt. Und wenn wir, und dann werden wir sehen, warum wir nichts sehen. So, als erstes mal runter mit dem, mit der Felge. Die Probefahrt, die ich gemacht habe, fand nur auf unserem Hinterhof statt. Der ist lediglich aus Kopfsteinpflaster. Kein hartes Gelände, nix. Wirklich gar nichts. Ne? Und das war auch einfach nur fahren. Fahren. So. Wie man sieht, habe ich hier eine ganz klitzekleine Spurverbreitung drauf. Das brauchte ich, sonst hätten die Felgen nicht gepasst. Also, ich weiß nicht, ob ich den Hersteller darauf ansprechen werde, aber auf jeden Fall setze ich euch einen Link unter die Achsen. Und ich würde mal schon fast davor warnen, diese Achsen zu verwenden. Ich habe ja schon gesehen, was kaputt ist. Leute, ich kann es nicht glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben. Nicht nur, dass an der Vorderachse wirklich hier sämtliche Schrauben alle lose waren. Alle. Ja, drei habe ich gleich bei der ersten Probefahrt verloren. Gut, ich bin doof, hätte ich vorher prüfen müssen. Meine Schuld. Na gut, jetzt habe ich aber die Schrauben gewechselt. So, und fahre und fahre und denke mir so, was macht das Vorderrad für komische Bewegungen? Weil das lief vorwärts, das stand still. Ja, habe ich natürlich sofort Gas weggenommen, während ich das Getriebe schrotten. Ja, und dann habe ich doch schon was gesehen, was noch keiner sehen sollte. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die Schräubchen raus. Und dann sehen wir das Dilemma schon. Wer billig kauft, kauft zweimal. Schöne Achsen, wirklich von der Optik her toll. Ja, ja, mehr fällt mir gerade nicht ein. So. Ihr seid heute ausnahmsweise mal live dabei. Das habe ich noch nie gemacht, ne? Oder? Nö, glaub nicht. So. Raus mit dem Schräubchen. Komm raus, du Sau. Es wehrt sich. Oder? Ist das schon raus? Was ist das? Ach nö, ne? Was soll ich denn ernst? Nein! Die Schrauben sitzen fest. Ich krieg die Motten. Ich stelle euch mal ein Stückchen weiter weg, damit ihr mehr seht. Warte mal, so. Zack, zack. Aber nicht auf meine wunderschönen, eleganten Beine gucken. Falls ihr die seht, nicht neidisch werden. Ja, gut. Ja, man darf sich seinen Humor, den muss man bewahren, auch wenn es schief geht. Ne? So. Dann sagt mir mal einer, warum die Schraube nicht rausgeht. Im Prinzip brauche ich es auch gar nicht rausschrauben, weil. Ja, ich sehe ja den Fehler schon. Ne? Ach, wow, ach so, aha, ah. Ja, okay, die war halt nur wenig eingerastet. Geil. So, jetzt werde ich mal hier diesen Kugelkopf entfernen. Mal auf die Schnelle. Was brauchen wir da für einen Imbus? Brauchen wir den hier, denke ich mal. Ach, bin ich gut, also im Raten zumindest. So, jetzt sehen wir uns mal. Wieder runter und dann gucken wir mal uns den Antriebsbecher da drin an. Plopp. Mal ganz im Ernst. Schärfe, Schärfe. Ja,
warte mal, ich mach mal die Beleuchtung an. Kann ich das während des Videos? Nein, kann ich leider nicht. Ach Leute. So, machen wir es halt so. Ganz im Ernst, sowas darf lediglich bei Kopfsteinpflaster nicht passieren. Und ich bin gefahren mit 7,4 Volt, also mit einem 2-Zellen Akku. Und der Motor hat lediglich 1500 kV. Also der ist jetzt noch nicht mal irgendwie, dass ich da so ein Monster mit 4,5 drin gesetzt hätte. Das ist wirklich Pillepalle, ne? So. Und nicht nur, dass das Ding kaputt ist. Das wäre ja nur halb so wild. Das könnte ich ja tauschen. Haben wir ja überall rumzuliegen, so Müll, ne? Nein. Das wäre ja zu einfach. Wollt ihr mal die Gegenseite angucken? Ich mache mal einen kurzen Schnitt. Mit der Bitte um ein Abo. Und vor allem, um mal die Kameralampe anzumachen. Bis gleich. So, und da ist er auch schon wieder. Diesmal mit Licht. In der Hoffnung, dass die Kamera ein bisschen besser was anzeigt. So. Und jetzt gucken wir mal hier rein. So, warte. Könnt ihr das sehen? Das ist total zerwirkt. Die Hälfte von dem Antriebsbecher ist weg. Weg. Ganz weg. Die Teile hier sind gebrochen. Da, guck. Ich hab's in der Hand. Sollte ich normalerweise nicht mit dem Daumen abbauen können. Also, ich vermute mal, da hat es den Antriebsbecher weggeschäkelt. Und ja, mit einem halben Antriebsbecher wird das natürlich nichts. Ach Leute, mal ernsthaft. Hier ist ein kleines Kugellager. Ne, auf der Welle, wie man sieht. Rest in peace, es war einmal. Ja, mit der Schärfe habe ich es nicht so. Ich weiß nicht, was die Kamera hat. So. Ja, also jetzt könnt ihr das hier mal so richtig sehen. Wie gesagt, das kleine Kugellager hat es komplett zerlegt. Das ist hier in drei Teilen drauf. Entschuldigung, vier Teile sind es. Ja. Also, ja, super. Ich könnte jetzt nicht mal mehr als Heckantrieb fahren. Weil ich kann ja nicht mehr lenken. Die Lenkung ist ja weggebrochen. Also ich würde euch empfehlen, ich weiß nicht, darf man das überhaupt sagen, ohne Datenschutz zu verletzen? Egal. Eventuell, wenn ich das nicht verlinke, aber wer wissen will, welche Achsen das sind, der kann ja auf das andere Video gucken, wo ich sie auseinandergenommen habe und mir sie angeguckt habe. Ne? Die Achsen, nee, würde ich nicht weiterempfehlen. So leid es mir tut und so teuer sie auch sind und so gut auch bisher das Ergebnis aussah, meiner Meinung nach, gut, jeder hat einen anderen Geschmack, aber für mich war das hier als Ratte eigentlich schon ganz gut gelungen. Ja, das ist es nicht wert. Ja, was soll ich sagen? Mist. Ich vermute mal, da ich die Achse schon sehr lange habe, bevor ich die verbaut habe, dass auch der Anbieter der Achse mir da keinen Regress erstatten wird. Ja, und nun bleibt die Frage, was für Achsen nu? Naja, vielleicht sollte ich wirklich langsam mal meine Fräse dahingehend bewegen, dass ich so einen Scheiß hier selber bauen kann. Und zwar aus vernünftigen Materialien. Und mit vernünftigen Zahnrädern. Nicht dieser Scheiß billig Spritzguss. Die Idee hatte ich ja schon länger, meine Achse selber zu bauen. Oder wie auch immer. Aber bis jetzt haben mich immer die Kreuzgelenke so ein bisschen genervt. Weil ich wollte ja auch nicht so ein Zeug hier kaufen, ne? Ich meine, damit wäre es einfach, sich einfach das Inlay kaufen und das Gehäuse selber fräsen. Ne? Könnte man ja dann auch zwei kurze Seiten verwenden oder zwei lange Seiten, um größere Spurweiten zu erreichen. Aber ja, wenn ich das hier so sehe, ich weiß nicht, ob ich dann sowas kaufen will, so ein Müll. Ja, ich meine, bei Großmodellen ist das kein Thema. Ich habe ja bei Großmodellen habe ich ja schon einen Plan und bin auch schon dabei, mir das Material alles zu besorgen. Da will ich die Räder für das Innenleben hier natürlich ein wenig größer gestalten. Die haben dann 40 mm im Durchmesser, sollen aber auch für 220 mm Reifen sein. Da will ich von Makita, wie auch immer, so ein Akkuschrauber-Ding-Bums da, ne? Die haben in ihren großen Flexen, haben die 40 mm Kegelräder drinne und die werden einfach mit einer Passfeder auf die passende Welle gebaut. Und das passt dann natürlich auch. Und das ist auch robust, weil, mal ganz ehrlich, jeder weiß, wie man mit der Flex umgeht, ne? Achtet ja kein Mensch drauf, ob die oder ob die nicht, ne? Sagen wir nochmal ehrlich. Naja, gut, okay. Lange Rede, gar keinen Sinn. Die Achsen sind scheiße.
Ja, ein Mist. Also, ich sag mal, die goldene Himbeere gibt's schon für Scheiße in der Musik, den goldenen Kackhaufen gibt's auch schon, die goldene Brombeere. So. Und damit soll das Video auch schon beendet sein. Und das Projekt wird jetzt sicherlich eine Weile ruhen, weil, ja, deshalb. Und damit wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne, packt euch in den Garten. Oh, lasst die Modelle stehen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und immer dran denken, mitmachen, nachmachen. Und ihr Jungs aus China, besser machen. Bis dann.